Ich habe ja gestern nochmal ein bisschen hin und her telefoniert und so. Ich habe auch heute mit Trimax und Amar telefoniert. Gestern Abend auch noch mit Amar gesprochen. Ich bin eine Ex. Ich bin deine Ex. Alright. Grüße an Jody an der Stelle. Danke für den Sub. Meine Mutter 123. Dankeschön. Wir schließen das Ding jetzt ganz kurz ab. Es ist alles geklärt. Es ist wirklich alles geklärt worden. Es ist, muss ich dazu nochmal sagen, glaube ich, it's Luki11, dankeschön für den Sub. Ich glaube, es ist sehr, sehr krass. Ich will mich jetzt auch gar nicht großartig darauf aufhängen. Ich will das so schnell wie möglich hinter mir haben. Was war denn das? Ja, also diese Geschichte da gestern mit Joel und so. Pass auf, es war ein bisschen lost. Ich glaube, es ist ziemlich aus dem Kontext nochmal gerissen worden. Das habe ich heute mit Max auch nochmal gesagt. Es ist wohl so gewesen, dass vorher ein Zuschauer geschrieben hatte, der 13-Jährige ist voll der Lauch und wir haben darauf halt unseren Joke aufgebaut. Konnte ich mich auch gestern gar nicht mehr daran erinnern, Digga. Da habe ich mich auch, Digga, das ist jetzt halt schon fast ein Monat her oder sowas, oder 3-4 Wochen, Alter. In der Zeit habe ich so viel andere neue Scheiße gelabert. Ihr wisst, wie es ist, Leute. Deshalb drauf es wurde gestern alles geklärt, das ist alles entspannt. So, ich habe nochmal mit Amar gesprochen. Wir haben auch alles an Clips und so gelöscht, so. Weil wir da auch keinen Bock haben, jetzt irgendwie noch weiter Stress zu machen und sowas, so. Letztendlich, Digga, letztendlich wieder viel, 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 viel größer, als es sein musste. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal Trimax Statement ganz kurz an. Oder das machen wir, glaube ich, jetzt mal. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz Trimax Statement dazu an. Ich sag nochmal ein paar Worte dazu und dann ist die Sache auch für mich geklärt. Alright, Leute. Ich habe, wie gesagt, mit Max auch drüber gesprochen und so und auch mit Amar. Das Ding ist für mich durch, Alter. Also, ja, Digga, auf jedes, Digga, auf TikTok handelt sich jedes zweite Video darum. Ja, lasst mal ganz kurz gucken, was Max sagt, und dann erkläre ich euch nochmal ganz kurz, was abgeht. Könnt ihr auch gerne klippen. Es ist mir total egal. Lade das gerne auf Clip-Talk, Digga, auf TikTok hoch. Ich gebe jetzt auch nochmal ein paar Worte dazu. Eid. Moin Leute, Trimax hier. Kurzes Statement zum Beef von gestern. Ja, der Beef. Weil das alles auf einem Missverständnis basiert, was jetzt doof gelaufen ist. Um euch kurz abzuholen, wir haben auf die Jungs-WG reagiert. Da sind 13- bis 15-jährige Jungs ohne Eltern, können Ferien machen. So, fertig. Dann gab es eine Szene, wo sie oberkörperfrei baden waren. So, und jetzt ist nämlich wichtig. Ein Zuschauer bei mir in den Chat geschrieben, das kann ich ja nicht steuern, da habe ich ja keine Verantwortung für. Der eine ist voll ein Lauch. Ja, da sag ich, Digga, der ist 13, vor der Pubertät. Ja. Da kann man kein Lauch sein. Es ist noch nicht das Stadium, dass man da irgendwie, ja. Da gibt es nicht Lauch oder danke nicht für Lauch. Zap, das ist nicht möglich in dem Alter. Okay, mit 13 Jahren kann man noch kein Lauch sein. Ist richtig, absolut richtig. Die Aussage war so unglaublich dämlich, dass sich dieser Gag zugespitzt hat. Wir haben quasi aus diesem ganzen Joke, und das ist auch bei mir ein berechtigter und dauerhafter Running Gag, dass ich ständig halt sage, Babys sind schwach. Es ist ein saudummer Running Gag, der ist aber so meta-ironisch, dass ich der Meinung bin, dass man das einfach checkt. Wisst ihr, was ich meine? An der Aussage ist ja tendenziell nichts falsch. Es ist ja so, ein Baby ist schwach. So. Ne? Deshalb, es ist halt ein saudummer Running Gag. Ich sag ja auch die ganze Zeit, bin ich noch in Rust drin, ne? Ah ne, just chatting. Ich sag ja auch die ganze Zeit, ich habe das schon sehr, sehr oft gesagt, dass Babys dumm sind und dass Babys auch nichts zur Gesellschaft beitragen. Das ist sogar so ein Running Gag bei mir und meinen Freunden, dass ich halt sage, ja, so ein Baby zahlt ja nicht mal Steuern und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Warum Beef, du bist doch Vegetarier? Ach komm. Was für kleine Eier habt ihr? Die Rechtfertigung geht nicht darum, dass wir uns jetzt rechtfertigen für unseren Joke oder für den Humor. Sondern wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann muss man der Person das natürlich erklären, weil man will ja keinen verletzen. Das ist so der Hintergrund, ne? Okay, das haben wir so schon mal festgestellt, okay? Ich finde Babys schwach. Das ist saudumm. Aber auch nicht offensive. Also, es ist ein saudummer Joke. Es ist ein absolut dummer Joke. Soweit, so gut, alright? Das haben wir. Und eine Szene später hatte man ein 6 Monate altes Baby gesehen. Und um uns weiterhin über diesen Zuschauer lustig zu machen, wie dämlich es ist, einen 13-Jährigen als Lauch zu Lady bezeichnen, habe ich mich für den Joke positioniert, um halt Joel und die anderen zu verteidigen, dass man kein Lauch sein kann. Und habe gesagt, auch in einem abwertenden Ton, um den Zuschauer dämlich nachzuäffen, dass jeder auch 99,9% der Zuschauer dort mit Humor verstanden haben. Absolut. Ja, Digga, das Baby ist auch voll ein Lauch. Das war 6 Monate alt. Ja. Das ist keine
Beleidigung. Man kann nicht wie Arnold Schwarzenegger aussehen nach einem halben Jahr. Man kann ja auch, also das ist halt, das ist das der Thomas, danke für deinen Resub. Das ist das Ding, dass wir das jetzt hier noch erklären müssen, fühlt sich schon so lost an. Das fühlt sich schon so ein bisschen lost an. Aber ich glaube, da ist wieder Kontext und sowas, mattert hier auf jeden Fall wieder. Da kann man keinen großen Bizeps haben oder ein breites Kreuz. Das ist nicht möglich. Ja. Es war auf Babys allgemein bezogen und auch nicht auf das Baby, was man dort gesehen hat. Das richtig. Lediglich als Witz zu verstehen. Richtig. Wir haben uns über den Zuschauer lustig gemacht. Richtig. Der einen 13-Jährigen als Lauch bezeichnet hat. Und richtig. Dann das damit dann mit diesem Chuck Beispiel Norris, Supfi, Bro, Tristan, danke schön. Daraufhin hat sich aber dann ein Darsteller daraus sehr angegriffen gefühlt, weil das sein Neffe war und in seiner Familienehre gekränkt, was ich auch, wo ich auch voll bei ihm bin, weil wenn Familienehre, richtig, alles richtig, alles dabei ist. Sehe ich genauso, und das ist nämlich der Punkt, wo ich ihm zustimmen muss. Das ist der Punkt, wo ich ihm voll zustimmen muss. Wenn er sich wirklich da gekränkt hat gefühlt und denkt, dass wir wirklich seine Familie oder seine Ehre damit beleidigen wollten, nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Um Gottes Willen nicht. Das haben wir, ich habe ich auch gestern am Telefon gesagt. Das hat er auch verstanden. Es war aber absolut 0,0 persönlich, ja, gegen diesen Neffen, vor allem 6 Monate altes Kind. Also, was wären Max und ich für Charakter, wenn wir hingehen und ein Baby wirklich beleidigen wollen und ein Baby wirklich wegklatschen wollen? Das war ein super dummer Joke. Es war ein super dummer Joke, der sich hochgespitzt hat. Exen-Twitcher-Bro, danke schön für eure Subs. Der sich hochgespitzt hat über diese ganze Zeit. Über dieses Ding, wisst ihr, was ich meine? So, das ist ja eine Sache, die in meinen Augen übertrieben obvious ist. Kontextmäßig auf diesen Zuschauer bezogen. Falls man das irgendwie persönlich verstehen könnte, distanziere ich mich davon komplett. Ähnlich, habe ich gestern schon gesagt, ich möchte niemanden beleidigen, ich möchte weder seine Familie angreifen, deshalb habe ich das sogar nochmal auf Instagram gepostet, obwohl ich das nicht, also er hat mir gesagt, mach das bitte, er hat es nicht so freundlich gesagt, er hat auch sehr oft gegen meine Familie geschossen und beleidigt, ich habe das aber in dem Kontext auch verstehen können, weil er sehr, 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 sehr sauer gewesen ist so, und ich habe da auch kein großes Ding draus gemacht, wisst ihr, was ich meine, deshalb war das für mich auch vollkommen fein. Es ist unnötig, es ist wirklich entspannt, es ist kein Streit. Ich habe das gestern nochmal klargestellt. Nochmal, es ist wirklich für mich stressfrei. Falls das falsch verstanden sein sollte, tut mir das auch an der Stelle auch leid. Ja, same. Aber es hat sich dann gestern sehr zugespitzt. Da war auch dann nichts mehr zu bereden, den Standpunkt dazu. Die Gags haben wir schon öfter gemacht, ob man es krank findet oder lustig oder nicht. Wie oft haben wir die Gags schon gemacht? Dass Schichtchef Strobel mit jemandem auf der Gamescom schlägt, der 11 Jahre alt ist. Ja, richtig, genau sowas. Weil der gesagt hat, er sitzt. Max und ich haben, also ich habe halt auch schon mal gesagt, das war ja auch da drin wieder. Ich habe ja sogar gesagt, ich würde 30 Babys besiegen. Ja. Sau der dumme Joke. Aber es ist ja so, wisst ihr, was ich meine? Es ist ja halt so. Es ist ja wirklich, also. Versteht, ich fühle mich so blöd, dass ich das erklären muss, dass das ein Witz ist. Wer denkt denn wirklich, dass ich ein Baby boxe? Wisst ihr das? Ach, Mann. Sitzt im Baller. Dieser Gag fiel schon 20 Mal. Es ist ja auch ja einfach, man macht sich nicht darüber lustig, dann ein Kind als Lauch zu bezeichnen oder ja, dass man ins Haus oder richtig sonst was, sondern macht sich darüber lustig, weil es so ein No-Go ist. Richtig. Wer geht in den Kampf mit einem Baby oder richtig mit einem Neunjährigen? Richtig. Als Mann. Das ist diese Hyperbel, diese Übertreibung, die wir da genutzt haben. Wir wollten doch nicht gezielt, getargetet dieses eine Kind beleidigen. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Der Gag ist schon oft gefallen. Der Gag wird noch oft fallen. Entweder ist es euer Humor oder nicht. Es gibt genug da draußen, die es lustig finden. Und wir lachen da auch jedes Mal drüber. Es ist absolut nicht persönlich gemeint. Das Statement dazu. Blödes Missverständnis. Gut. Haut mal eure Meinung in die Kommentare. Ganz wichtig. Haut niemanden, keinen Darsteller aus der Jungs-WG irgendwie richtig jetzt auf Instagram oder beleidigt richtig oder irgendwas. Das Ding ist geklärt. Deshalb habe ich auch gestern dieses Statement gemacht, weil ich halt weiß, kriegt über viel Hate. Die Markierung habe ich, by the way, gemacht, weil er gesagt hat, markier mich, dann kann ich das reposten. Habe ich getan. Ob das jetzt, das war sein Wunsch, ob das jetzt klug gewesen ist oder nicht, das lassen wir jetzt mal da stehen. Solfero, dankeschön. Muxe, dankeschön. Ich denke mal, dass er schon genug abbekommen hat und dieses ganze Free-Joel-Ding ist jetzt auch over für mich so. Klarzustellen, der Junge war wohl nie im Knast. Bro, das war für Follower
Digga, mir ist es egal. Wenn er daraus sein Cloud ziehen möchte oder sowas, dann ist das für mich okay. Ich finde, dieses Meme ist jetzt auch durch so. Diese Geschichte ist für mich geklärt. Ich habe das gestern nur gemacht. Ich bin da auf ihn zugegangen. Ich bin ganz ruhig geblieben. Ich will das einfach hinter mir haben. Ich habe doch keinen Bock, mich mit irgendwelchen fremden Leuten im Internet zu streiten, Digga, wirklich. Klärt, falls es jetzt noch einzelne Schnipsel da draußen gibt, wo es aus dem Kontext gerissen ist, mhm. wo ich einfach nur sage, ja, Digga, das Kind ist voll ein Lauch. Ja. Jetzt habt ihr das Hintergrundwissen dazu. Same gleich bei mir. Das war nicht targetiert auf dieses Kind, das war nicht targetiert auf seine Familie, auf irgendwas. Ich wollte nie die Ehre von irgendwem verletzen, genauso wollte Max das nicht. Wir haben das einfach nur gemacht, wegen einem dummen Joke. Nichtsdestotrotz, Meinung hier in die Kommentare. So, Stream geht jetzt an. Jetzt kommt nämlich, das hat er wieder clever gemacht. Och, Digga, Das hat er wieder clever gemacht. Er hat sich sicherlich nicht so ruhig verhalten, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber auch an der Stelle, der Kerl war relativ jung. So, er ist selber erst 21. Das Ding ist, wie gesagt, lass diese ganze Sache jetzt einfach abklingen. So, viele haben mir auch geschrieben, ich hatte Eier flattern, dass ich diese Story gemacht hatte oder Angst oder so. Leute, ich will das jetzt hier nochmal ganz kurz klarstellen. Wenn jemand der Meinung ist, dass er mir auf die F*** hauen möchte, weil ich ein Baby in einem Witz oder Babys im Generellen beleidigt habe, dann sollten morgen alle Väter mit Kleinkindern vor meiner Haustür stehen und mir in die F*** hauen. So, ich habe das nicht gemacht, weil ich Angst hatte oder sowas. Ich wollte diese Sache einfach nur schnell geklärt haben. Mir tut's leid für Amar, für seinen Stream. Mir tut's leid auch für Joel, dass er diesen Shitstorm abbekommen hat. Mir tut's auch leid für Max, dass Max da so reingezogen ist. Und mir tut's natürlich auch leid so für mich, weil es halt dumm ist. Wisst ihr, was ich meine? Der wichtigste Kampf, der jetzt eh bald stattfindet, ist erstmal der Kampf von Mickey und Trimax. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Wisst ihr, was ich meine? Es ist unnötiger Stress gewesen. Aber Leute, das ist die Sache. Und das möchte ich ihm jetzt auch gar nicht zur Last legen. Aber natürlich findet man immer irgendwo was, wo man sich dran aufhängen kann. Ich könnte jetzt auch 20, 30, 40 Sachen bei irgendwelchen Streamern finden, wo ich sage, das. Ist jetzt auch egal, Digga. Die Sache ist jetzt geklärt. Es ist wirklich lost und dumm gewesen. Und keine Ahnung, es ist ein Running Gag, es ist ein Joke gewesen. Den kicken wir weiter, das werden wir weiterhin machen. Und für mich ist das Ding damit durch.